Hallöchen ihr, Denale 4 und willkommen zurück bei Dark Pictures Little Hope, wo es weitergeht hier beim Polizeirevier, in welches ich hier jetzt einsteigen muss. So, was haben wir denn hier? Ein Steinchen. Passen. Gib her! Ich schlag das Fenster ein. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Mach dir dann mal endlich. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Yeah. Treffer! Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Ja, hallo. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Scheint sicher zu sein. War ganz einfach. Du bist dran. Little Hope Schule, 016, 28. Mai. Okay, jetzt sind wir auch mal in seiner Rolle. Schauen wir doch mal, was die beiden so finden. Aber glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Aber der Nebel hat sie doch jetzt ziehen lassen, ne? Und da vorne war, ist jemand. Das ist wieder das Mädchen. Uns hier stets begleitet. Was war das? War bestimmt gar nichts. Okay, das ist aber verschlossen. Warum die Schule wohl geschlossen ist? Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ich mochte Schule nie. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Kein Stress. Keiner hat uns hierher gescheucht. Wir finden einen Weg. Ja, mal gucken, wie es da reingeht. Okay, da vorne auf der Brücke steht jemand, ne? Folgen Kleinmädchen Little Hope 1692. Wo ist denn das kleine Mädchen? Wo ist denn das jetzt lang? Scheiße. Bestimmt zum Spielplatz, oder? Such das kleine Mädchen. Also da kam das Geräusch her. Oh, dieser Ort ist der Horror. Echt jetzt. Oh, so ein Spielplatz, ne? So ein verlassenen Dorf ist, denke ich, auch ziemlich creepy. Ja. Ne? Du. Wie? Okay, komm, hier. Weiter geht's. Auf. So, irgendwo muss die Kleine ja sein. Aber da liegt noch was. Was haben wir denn da? Ein zerrissenes, gemaltes Bild. Was auch immer das hier ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es untersuchen, aber irgendwie kann ich nichts aufheben. Okay. Gut.
Aber so groß ist der Spielplatz ja nicht, ne? Dass das Mädchen sich irgendwo verstecken kann. Aber da geht's weiter. Schauen wir doch mal. Geht's dir gut? Wer bist du? Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ja. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts. Nein! Loslassen, sofort! Okay. Welcher Zauber ist es? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Danke euch vielmals. Sei still, Kind. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich verstehe es nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Okay, dieses Zwei-Zeitebene-Ding, ne, ist schon eine geile Sache. Ich vermute mal, weil Hexenverbrennung damals wurden ja auch. Schön, dass du da bist. Wir kommen beide hier raus. Wirst sehen. Kinder mit reingezogen. Beziehungsweise auch Kinder damit in Verbindung gebracht. So, was haben wir denn hier? So, lass mal gucken. Nein, nein, nimm's hoch! Nimm's hoch! Mann! Steuerung! Ey, furchtbar. Okay, so, mal umdrehen. Vorahnung. Ich glaube, hier wurde eine Hexe ertränkt. Okay, also irgendwas wird mit Angela passieren. Oh, Junge. Okay, dann schauen wir mal. Wie es weitergeht. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Ich helf dir. Nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Da ist kein Weg. Muss irgendwo hinführen. Ich weiß nicht, das ist nicht mal ein echter Weg. Okay, mal gucken.
ich muss sagen, das Spiel ist, es ist sehr linear. Aber das war wohl mal ein Laden oder so. Man of Medania auch. So ist er mal her. Es gefunden. Die Stoppt Demo die hat nichts gebracht. Ravenden Fabrikschließung. Protestschilder. Okay. So, mal gucken. Da ist noch was. Okay, Müllhammer kann ich verschieben. Dann kann ich vielleicht hier hochkommen, ne? Vermute ich mal, weil die Tür, glaube ich, komme ich nicht rein. Okay, machen wir das doch. Was machst du da? Hilf mir mal schieben. Ernsthaft? Es geht nicht anders. Oh, wenn's denn sein muss. Die schieben vors Fenster. Okay, gut. Ja, ist in Ordnung. Dann, alle ab. Ich versuch's zu öffnen. Oh, ist keine gute Idee, ha? Echt jetzt? Du willst da rein? Ich geh rein, seh mich um. Ist die Luft rein, mache ich die Tür auf. Hier draußen allein zu warten, gefällt mir nicht. Ich beeile mich auch. Wenn irgendwas passiert, schrei einfach. Dann komme ich. Okay, mache ich. Brauch dein Handy. Wofür? Licht. Ist dunkel da. Bitte beeil dich. Aber anstatt, dass er die Tür aufmacht, wenn es geht, ne? Junge. Okay. Bin drin. Alles gut? Glaub schon. Jetzt mach schon. Ja, Taylor, klemmt. Die Tür geht nicht auf. Okay, ich suche einen anderen Weg. Okay, es war abzusehen. So, was haben wir hier? Eine Sicherung. Sind aber alle drin. Okay, in so engen Räumen, ne, nervt dieses Point-and-Click, bin ich ganz ehrlich. Kommt ja wieder was. Oh, Junge. Okay. Bestimmt ein Tier oder so ein Scheiß. Hoffe ich. Hallo? Wer ist da? Hä? Komme nicht durch! Dieses Fenster ist versperrt! Wie kommst du überhaupt hierher? Außen herum! Durch den Zaun! Also bin ich umsonst hier reingeklettert. Das Loch im Zaun war ziemlich klein. Zu klein für dich. Wie ist es da drin? Hab Gesellschaft. Von einer Nagetierfamilie. Ruhig. Die sehen satt aus. Geh nach vorn. Wir treffen uns da. Geht klar. Ach, Kinders. Okay. Also ich muss
dort lang. Boah, Alter, komm jetzt, geh da hin. Boah, das ist ganz... Die Steuerung ist echt nervig. Oh, kann ich da nicht lang? Oder muss ich hier lang? Oder wie? Oder wo? Oder was? Steuerung! Oh, ist das furchtbar. Boah, geht hier lang. Ja, es ist... Boah, die Steuerung, ne? Kann man auch anders machen. Moment, bin gleich da. Ganz ruhig, ich komme ja. Bezichtigung welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde. Ich sei der Hexerei schuldig. Bloß unsinniges Gewäsch. Wer spricht solches? Ich kann es nicht sagen. Bleibt, wo ihr seid. Schön. Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still! Wisst ihr von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Gerüchte? Öffnet die Tür, Joseph. Sofort. Genug der Torheiten. Sagt mir alles, was ihr wisst. Ich habe ein kleines Mädchen gesehen. Erzählt von ihr. Bei ihr war ein Pastor. Reverend Carver, der jetzt vor unserer Tür steht? Mary. Ach was, Mary. Mary? Mary sah mich gestern im Walde. Ich ging allein meinem Tagwerk nach. Es ist noch nicht alles. Mein Tadel missfiel ihr. Vielleicht schmähte sie mich. Sie ist böse. Die Gerüchte sollen Marys Werk sein. Sie ist ein schwieriges Kind, sicher, aber nicht böse. Bitte, öffnet alle, es geht euch schlecht. Stellt euch nicht gegen uns. Was können wir tun? Ich kläre das. Du hast mein Wort. Lass sie nicht herein. Reverend Carver, Marshall, ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung. Mein Weib tat nichts Falsches. Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden. Wer ist diese Zeugin? Mary. Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib. Begebt euch in die Hände des Marshalls zu eurem Wohl. Dann gehe ich mit ihr. Ich lasse sie nicht allein. Solches Tun wird eurer Gemahlin nicht helfen. Vertraut dem Recht. Fürchte nichts. Ich werde diese Sache klären. Thank you.
zur Hölle warst du? Du siehst ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Das war anders. Sie konnten mich sehen und hören. Glaube ich zumindest. Sie waren total verschreckt. Hast du noch was gesehen? Der Pastor. Der vom Spielplatz. Ich weiß nicht, hat nicht viel Sinn gemacht. Bitte was? Nein. Es war, als würde er glauben, der Teufel selbst sei hier in Little Hope. Ist das krass. Wo sind wir hier bloß reingeraten? Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Okay. Andrew, Little Hope, Polizeiwache, 026, 28. Mai. Was meinst du? Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was. Sehr gut. Wir werden bald aus Little Hope raus sein, während die anderen immer noch im Wald herumirren. Was für ein Loch, selbst für diese verdammte Stadt. Was ist? Ja, das Ganze hier kommt mir seltsam vertraut vor. Hast du uns eine kriminelle Vergangenheit vorenthalten? Gehsteig-Bulli? Kleinstadtpolizeigebäude sehen alle gleich aus. Irgendwo muss hier ein Telefon sein. Bild dir nicht ein, dass wir hier etwas finden. Okay. Alles tot. Wie überall in Little Hope. Schauen wir mal, was da ist. Na? Oh, jo. Arschloch, Schublade. Okay, da war nix. Geh hier mal hin. So, aber hier scheint nichts zu sein. So, ich gucke mal hier in der Küche, ob da was ist. Aber da scheint nichts mehr weiter zu sein. Okay, dann schaue ich mich hier mal um. Da ist überall Geröll und Schutt. Da liegt was rum. Huh! Oh, Junge! Mann, hör auf damit! Was haben wir denn hier? Reynolds. Little Hope, Polizeidienststelle. Okay. So, hier könnte man was öffnen. Oder auch nicht. Okay. Oh, eine Gefängniszelle. Okay. Oh, das ist echt creepy. Was haben wir denn hier? Geheimnis gefunden. Ich habe alles verloren. Kratze an der Wand.
Nichts. So, die andere Zelle scheint verschlossen zu sein. Hier weiter. Ja, geh rein. Nein, macht nicht. Also, Point and Click ist eine geile Sache, aber hier die Steuerung, ne, ist. Die kannst du echt hart in der Pfeife rauchen. Okay. Was haben wir denn hier? Old Witch. Gerl, alter Hexenkerker, gebaut. Spannend. 1684, abgerissen 1783. Während der im Jahr 1692 stattfindenden Hexenprozess in Little Hope wurden viele Beschuldigten hier eingesperrt. Das ist schon krass, ne, was Religion und Glaube aus dieser Zeit mit den Menschen gemacht hat, ne? Wozu es sie getrieben hat, es ist schon krass. Okay, aber verlassen werde ich es noch nicht. Es gilt hier noch was zu finden. So, gehen wir mal da lang. Guck mal. Weitersuchen. Geheimnis. Gemeinde Little Hope Auszeichnung an die Polizeidienststelle Little Hope. Am 16. Januar 1972 haben die Beamten George Reynolds und Ernie Hoffman auf einen Notruf bezüglich eines Brandes reagiert. Sie erreichten den Schauplatz vor der Feuerwehr und stürmten ins Haus, ohne auf ihre eigene Sicherheit zu achten, um die vom Feuer eingeschlossenen Familienmitglieder zu retten. Leider mussten sie vor den Flammen zurückweichen und mehrere Personen kamen ums Leben. Der Bürgermeister, der Polizei, Präsident und die Einwohner Little Hopes bedanken sich jedoch bei der Polizeidienststelle für ihren unermüdlichen Einsatz im Dienste der Öffentlichkeit. 4. April 1972. Samuel A. Craver, Bürgermeister. War das es vielleicht vom Anfang? Das Feuer, kann das sein? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Zeitlich. Mann, hier. Funkgerät. Scheiß Ding. Dachte, das könnte uns helfen. Ja, ist aber dezent im Eimer, hm? Aber nach wie vor kein Telefon in Sicht. Wahrscheinlich muss ich noch irgendwie nach oben gehen. Es ging ja noch ein Stockwerk höher. Etwas muss doch hier sein. Ja, ja, hier ist auch was, du Lur. Ich hör auf zu heulen. Du Pimmel. So, warte mal. Wir gingen da lag sie hoch. Hier nicht, warte, was war drin? Das muss doch drin. Irgendwas ist hier. Und ich sehe es nicht. Ich glaube, hier dann war ich noch nicht. Da, siehste. Na also. Ein Telefon. Vielleicht ist das der Ausweg. Leitung tot. Mist! Wow. Hey. Entspann dich. Könntest du bitte damit aufhören, dich so kindisch zu verhalten? Sieh mal,
Das Kabel fehlt. Irgendwo hier muss doch ein Kabel sein. Vor allem das Telefon ist doch verdammt sauber, ne? Im Vergleich zum Rest des Ganzen. Blitzblank. Alles eingestaubt und dreckig und hast du nicht gesehen, aber das ist sauber. Okay, dann ein Kabel finden. Ist halt die Sache. Nicht aufgeben. Ich wette, wir finden bald etwas. Ist halt die Sache, wo vielleicht hier bei dem Funkgerät. Nee. Okay, der saß. Wie auch immer das geht. Was machen wir? Rangehen? Ja, mach mal. Ich schaff das. Vorsicht. Ganz ruhig, Professor. Ich sollte heute nicht hier stehen. Was hörst du? Eine Frau. Sie klingt verängstigt. Du musst die Person beruhigen. Von hysterischen Leuten erfährt man nichts. Nicht alle in Little Hope wollen die Wahrheit. Können Sie mir sagen, was Ihnen fehlt? Dann plötzlich tauchte vor mir ein Mann auf. Mir war Angst und Bange, denn ich hatte ihn nicht kommen hören. Ich hatte ihn zuvor noch nie gesehen sein. Gewandt und die Art, wie er sprach, war mir nicht vertraut. Okay, alles wird gut. Ich helfe Ihnen, wenn ich kann, aber ich... Ich brauche Ihren Namen. Ihr bezichtigt mich Verbrechen. Auf ein Wort. Sprich nicht über unser Geheimnis. Sonst droht dir ewige Verdammnis. Wir haben eine Abmachung, nicht wahr? Kein böses Wort werde ich sprechen. Sprich nur ein Wort. Nur eine Silbe über das andere. Dann werde ich dich heimsuchen im Dunkel der Nacht. Und meine Abrechnung wird furchtbar sein. Komm, Reverend, beginnen wir. Genug Zeit ist schon vertan. Geh zu den Deinen. Was machen die denn mit den Kindern? Ich ersuche das Gericht und Judge Wyman. Lasst euch von den Bekundungen der Hexe nicht narren. Der Teufel ist Meister der Täuschung. Seine Diener heucheln stets Unschuld. Okay. Das ist ihr Geschick. Ich schwöre feierlich vor Gott, dass ich mir nicht zu Schulden habe kommen lassen. Schweigt jetzt, Amy. Was machen wir bloß? Wir müssen ruhig sein. Und abwarten, was passiert. Bei allem Respekt, Reverend Carver. Ich glaube nicht, dass meine Nachbarn, jene, die mich kennen, gegen mich sprechen. Sie wissen, ich stehe auf Seiten der Gerechten. Ihr fangt mich nicht in eurem Netz aus Lügen. Der Teufel lauert stets, wo man ihn nicht erwartet. Du bist keine Gespielin des Teufels, Reverend. Das Gericht vergebe mir. Ich stehe zu meinem Wort. Meine Frau ist unschuldig. Ich ersuche das Hohe Gericht, diesem Mann keine Beachtung zu schenken. Sein Heim ist längst vom Gestank des Fegefeuers erfüllt. Werter Richter, bringt diesen Prozess unverzüglich zu Ende. Gebt den Mächten der Finsternis keine Gelegenheit, das Gericht ihrem Willen zu beugen. Nein!
quält dich. Was zum... Halt dich da raus. Was habt ihr ihr angetan? Ihr habt ein unschuldiges Kind dem Teufel in die Hände gespielt. Die Ärmste scheint besessen. Das ist euer Werk. Das ist nicht wahr, Reverend. Weshalb hasst ihr mich so? Ergründen wir die Wahrheit. Amy, legt die Hand auf Mary. Zeigt uns, was geschieht. Wenn ich recht habe, wird eure Hand sie von dem Bösen befreien. Was quält dich? So muss es sein, wenn sie von euch verhext wurde. Lass sie in Ruhe! Wer spricht? Sind wer ist da? Gott schütze uns. So helft mir doch. Sind wir unter uns? Dein Meister hilft dir nicht mehr. Es ist zu spät. Oh. Sie sind hier unter uns. Sie sind hier unter uns. Nein! Ist dies nicht Beweis genug dafür, dass der Teufel in Littlehope umgeht? Habt Acht und betet. Der Teufel weilt in dieser Stube. Schützt euch. Er sucht den Herrn. Was zur Hölle war das? War das echt? Sind die Hexenprozesse nicht ewig her? Die meisten über 300 Jahre. Was war das dann gerade? Wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären. Ich kann nicht glauben, wie sehr mir diese Frau ähnelte. Wie zur Hölle ist das nur möglich? Als du mir davon erzählt hast, dachte ich, es wäre ein Scherz oder übertrieben. Aber die Frau selbst zu sehen, war unglaublich seltsam. Was denkst du, war mit ihr los? Ich kenne das Mädchen. Angela und ich haben sie im Wald gesehen. Diese Frau, mein Pendant, was passiert mit ihr, wenn sie verurteilt wird? Die Strafe für Hexen in Little Hope war jedes Mal brutal. Gewaltsamer Tod. Ertrinken. Erhängen, verbrennen. Dann hoffen wir, sie ist oder war unschuldig befunden. Es gab oft falsche Anschuldigungen, motiviert von Missgunst oder von Geltungssucht, wie bei der Göre. Manchen machte es Spaß, in der Gemeinde Zwietracht zu sehen. Komm, sie ist ein kleines Kind. Ihr ist sicher nicht klar, was für Folgen ihr Handeln hat. Sie weiß ganz genau, wie ernst es ist. Aber die angeklagte Frau? Angela Nummer 2? Es schien, als hätte sie uns gesehen. Und einige der anderen auch. Da hast du recht. Sie haben uns ganz sicher gesehen. Ein Kind, das uns aus dem Nichts auftauchen sieht? Sie hätte es leicht für Hexerei halten können, gerade damals. Du kannst das Girl so viel verteidigen, wie du willst. Ich traue ihr nicht über den Weg. Jetzt mal ehrlich, wir verstehen nicht mal, wie wir all das sehen konnten. Wie soll es dann ein kleines Kind aus der Dame... Diese Frau, mein Pendant, war völlig verstört, fast traumatisiert. Ja, es war schlimm, das zu sehen. Mir ist noch was aufgefallen. Ihr Mann... Er sah aus wie du, Professor. Da war noch etwas Seltsames. Die beiden, die die Kleine hatten... Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Okay. Wer ist da? Hey, Professor! Wo bist du? Komm schon, gehen wir. Hey, Jailer! Wir sind hier! Wir kriegen die Tür nicht auf! Wir auch nicht. Ist abgeschlossen. Versuchen wir es mit Gewalt. In 3, 2, 1. Okay. Taylor. Hi, Professor. Habt ihr was Hilfreiches gefunden? Nee, da gab's nichts zu holen. Nur ein Haufen Müll.
Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen. Und verurteilt. Wir müssen wissen, was der Frau jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Was soll's? Okay, dann auf geht's. Ich vermute mal... Das ist doch wahnsinnig! Wir wissen nicht, wo wir da reingeraten! Diese Nacht ist die Hölle, aber wir kommen hier raus. Dein Streberlook täuscht. In dir steckt ein Krieger. Ja, aufstehst du, Baby, ha? Huh? John, Hauptstraße 042, 28. Mai. Und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Ja, der Teil gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich bin unglaublich gespannt, wie es weitergeht. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen.